Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Tomb Raider Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut wieder Games for You und wir steigen aufs Schiff. Die Frage ist, wie kriegen wir die große Schleuse auf? Lara, was glaubst du dort zu finden? Willst du das wirklich wissen? Nein, sag's mir trotzdem. Die Seele einer Sonnenkönigin ist in einem toten Körper gefangen. Oh Gott. Ihr Zorn ist der Auslöser der Stürme. Wird der Körper zerstört, hören die Stürme auf. Klar. Und was will Matthias von Sam? Keine Ahnung. Und das macht mir am meisten Angst. Hey, ich weiß, dass der Plan verrückt ist. Ja, ist er. Aber er ist alles, was wir haben. Genau. Ziehen wir es durch. Hoffentlich ist das jetzt nicht irgend so Turret-Shooting-Action. Würde nicht zu Tomb Raider passen, nach meiner Meinung. Okay, los geht's. Nein, du wirst mit Reyes den Haupteingang bewachen und ich gehe rein und hole Sam. Du gehst also allein? Je mehr Leute, desto größer die Gefahr, entdeckt zu werden. Wenn es gleich losgeht, tötet so viele Mistkerle, wie ihr könnt. Da sind aber nicht nur Solari, sondern da sind auch andere. Samurai, die königliche Sturmwache. Er schießt einfach alles, was nicht wie ich oder Sam aussieht. Mein kleiner Vogel, du schaffst das. Wir werden uns wiedersehen. Ja, genau. Wir halten dir den Rücken frei. Ist, will ich das betreten? Das ist ja auch immer so ein Punkt, den man nicht außer Acht lassen darf. So. Okay, Lara, geben wir mal unser Bestes. Das ist doch dieser Matthias. Sam, Gott sei Dank, sie lebt. Und der Doktor. Was zur Hölle tust du, Whitman? Wer sind diese... Die Sturmwache. Leute. Sie bewachen das Kloster. Und sie wollen ihrer neuen Königin vorgestellt werden. Von dem, der sie zu uns gebracht hat. Klar, natürlich. Hoffentlich gehst du drauf. Ich hatte schon mit archaischen Stämmen zu tun. Das wird ein Award, James. Was macht er da? Mein Name ist Dr. James Whitman. Ich komme in Frieden. Ich bringe euch eure neue Königin. Oh nein. Die Königin. Auf Japanisch. Eure, Alter, what the? Wo können wir hier hinschießen von hier aus? Dahin nicht. Ah, hier unten. Okay, verstehe. Gut. So. Heftig. So, und wohin müssen wir jetzt? Wahrscheinlich eher die andere Richtung erstmal. Genau, hier kommen wir nicht hoch. Dass es keiner unheimlich findet, dass die Sturmwache seit Jahrhunderten da rummacht und immer noch irgendwie rummacht, vor allen Dingen. Normalerweise sollte man in dem Alter schon längst wieder zur Mutter Erde zurückgekehrt sein. Die Sturmwache schützt nach all den Jahren immer noch ihre Königin.
mir zu viele. Und ich weiß nicht, was die können. Das war's, ne? Ah, gut, die haben da die Tür wieder zugemacht. Sehr gut. Kann ich mir was überlegen, wie ich hier dran... Ach, anzünden! Ah, ich hab's ganz vergessen. Man kann Sachen ja auch anzünden. Würde gern wissen, wie viel mehr Damage oder wie der Damage im Vergleich von Bogen und Schrotflinte aussieht. Ob ein voll entwickelter Bogen. Sei still, Lara. Oh Gott. Warum sind die jetzt so aktiv? Nicht, dass da jetzt unendlich viele kommen. Tatsache, ich glaube, wir müssen uns entlang schleichen. Scheiße, Leute. Stimmungsvoll, aber auf jeden Fall auch mit der Musik. Oh, oh, oh. Ich hab grad Angst bekommen. Ich will nicht wissen, was die mit denen machen. Wie viele Leute das hier sich kaufen. Wer ist das? Der Chef oder was? Oh, das sind auch welche. Scheiße. Shit, shit, shit. Zündet halt eure Party an, Leute. Rausgeflogen hier, oder was? Wo sind wir denn jetzt? Wir sind wieder draußen. Das gibt's ja gar nicht. Munition sollten wir einsammeln. Nee, hier. Bogen, ne? Ja, Mann. So, rennt die nicht weg? Oh, ist egal. So. Eine haben wir. War nicht noch einer? Nee, ne? Schmeckt wie Hühnchen, ja, alles klar. Ah, ein Lager, sehr gut. Das Gebet, das ich bei dem General gefunden habe, sagt, dass eine Seele in einem verwesenden Körper die Stürme hervorruft. Er muss damit die letzte Sonnenkönigin meinen, aber ich begreife nicht, was Himiko damit zu tun hat. Sie war die erste Königin. Matthias glaubt, dass Sam damit verbunden ist. Und das kann nichts Gutes heißen. Verdammt sollst du sein, Whitman. Du würdest für eine Story alles tun. Ja. Ich weiß, die Antwort liegt in der Ritualkammer.
Aber dorthin zu kommen wird nicht einfach sein. Die Sturm. Ach, verdammt. Dass wir hier kämpfen müssen, während der Wind hier bläst. Ganz schön windig hier. Oh nein, nein! Okay, was jetzt? Oh, oh! Oh, 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 oh. Nicht im Ernst. Der kann auch kein Japanisch mehr. Selber sterben, du Arschgesicht, ey. Ich glaube nicht. Ich bin ausgewichen. Okay. Okay, da kommen wir noch was looten. Wie kommen wir darüber, ist die Frage. Oh. Okay, die Frage ist wohl beantwortet. Ausweichen, ausweichen, Ara. Wie weiter? Ich hab grad Ausweichen gedrückt. Was soll das? Okay, 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 okay. So, nee, aufregen, nicht aufregen. Boah, ich hab nicht keine Munition, genau. Scheiße, scheiße. Okay, die. Ne, Hammer Damage. Aufpassen. Endlich mal gefährliche Gegner, ey. Sehr gut. Thank you.
alles einsammeln, was wir einsammeln können. Okay, hab schon gedacht, also nachgeladen haben wir auch. Hier einsammeln. Hier. Schritt keiner. Sieht sie munitionstechnisch aus. Da haben wir noch 30 Schuss, das muss eigentlich ganz gut sein. Hier wieder früher. Scheiße. Nein, du Schwein. Hoffentlich müssen wir jetzt das ganze Vorige nicht nochmal machen, wo sie über die Dings durchdacht. Weg, weg, weg! Diese Feuerscheiße hatten wir doch schon mal. Gucken wir mal, dass wir hier hochkommen. Oh, Munition, sehr gut, sehr gut. Können wir es nachladen? Nee. Trophy Time.
Sterben könnt ihr auch alleine. Dafür brauche ich euch nicht. Nein! Warum bin ich denn jetzt so gestorben? Das ist doch blöd. Gehen wir doch wieder da unten hin, da unten ist nämlich ganz gut. Gerade hier an dieser Stelle muss ich eine Sache bemerken. Und zwar, was ich mir fürs nächste Tomb Raider wünsche, ist, dass das Kampfsystem noch eine Ecke geschmeidiger wird. Selber angezündet wurden. Sarah immer alles mitmachen muss, ey. Der Wahnsinn. Nein. Was ist jetzt los, bitte? Okay, einfach nur, dass ich das aufmachen muss. Hoffentlich ist jetzt nicht der große. Oh, du, ich wollte es gerade sagen. Ey. Soll ich mit der Axt wedeln? Oh, jawohl. Das hast du gut gemacht. Tür ist zu, nachladen. Mit dir hier. Bringt nichts. So. Was ist das hier? Diese chinesische Töpferware ist Jahrtausende alt. Könnten Sie die Insel vor dem Aufstieg von Yamatai besucht haben? Naja, nicht unbedingt. Könnte ja auch von Japan aus mitgebracht worden sein.
Ist doch eher alles von China nach Südkorea und dann über Südkorea nach Japan gegangen. So, jetzt können wir aber hier unseren Bogen auch mal weiterentwickeln. Und einen Fähigkeitspunkt, den habe ich schon wieder ganz vergessen gehabt. So, wo packen wir hier rein? Genau. Da. Ausweichkill. Weichen Sie leicht gepanzerten Feinden aus und attackieren Sie sie im Nahkampf, um sie auf der Stelle zu töten. Das ist gut. Das wollen wir. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Zack, zack. Ausrüstung, Bogen. Genau, hier Explosionspfeile jetzt erstmal. Oder explosive Pfeile. Hier. Nicht genug Material. Gegengewicht. Damit den Schaden. Dann nehmen wir das. Fürs Letzte müssen wir dann noch sparen. Ist aber normaler Fall. Feuerfall. Explosionsfall. Cool. Richtig, richtig cool. Und man hat weniger Explosionspfeile. Ich verstehe. So, jetzt aber würde ich sagen, wir sind bei der halben Stunde ungefähr angekommen. Wie es jetzt hier im Kloster, Tempel oder was auch immer es genau ist, oder Sturmwachen, Hauptquartier, weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Euer Rektalin für WePlayGames4U. Bis dahin, ciao, ciao!